weiteres Oberpässchen, bei dem man natürlich mal gucken muss, warum es so lange lädt mit einem FPS. Aber das kann ich auch nicht erklären. Was ist denn mit meinem Counter-Strike passiert? Also ich wüsste nicht, dass ich einen Fulbright-Mode angestellt habe im Overwatch. Das war eben nicht so... Sieht interessant aus. Oder hat er Fulbright-Mode und das spiegelt sich auf das Overwatch wieder? Das ist ja durchaus möglich. Sollte alles auf einmal Fulbright sein. Ja. I'm planting the bomb. Das war kacke. Cover this area. Of course. Oh. 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 Cover this area. Oh. Flashback, yes. Oh, der Kram bewegt sich ja. You follow me. Wow. Ich bin gerade fasziniert. Das sieht irgendwie witzig aus. Irgendwie, das sieht lustig aus. Ich weiß noch nicht warum. Also er ist einfach nicht cool, ne? Wie cool kriegst du die laufen können. Genau, das ist dein Mate. Da oben. Da. Ja, genau. Da wollen sie hin. Ja, du siehst keine Push. Beste, was er machen kann. Rusty Steps, oder? Ja. Ich hab nicht dagegen. Recht. Er ist kacke. Vielleicht hat er am Anfang gehackt oder so, aber. Ey, es sieht schon wieder nicht danach aus. Legend-Spieler! Throwing Flashback! Throwing Flashback! Wenn sie jetzt noch mittig sitzen würde, wäre es super, oder? Mein Gegner. Oh, ist er kacke. Er ist richtig kacke.
Facebook 99,357. Warum steht in der Base? Den Bot kann man mit benutzen, die Bombe abnehmen. Einer steht an der Base unten in der Ecke. Einer steht da hinten noch und aimt anscheinend auch nach hinten. Und die Bot mit der Ruhe, ja. Yeah. Da war ein Kopf. Ich frage mich, ob man da durchhämmern kann, durch die Tür. Oh, das könnte ich jetzt hier noch laufen sagen. Was sind das denn für Leute? Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht, ey, heute. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist langweilig gewesen. So, da haben wir ein wunderschönes Competitive Kache. Kache. Willkommen in Russland. Nuke ist auch mittlerweile in Russland. Das ist alles Fabrik. Fabriken sind immer in Russland in Spielen. Ist wirklich so. Ah, das Spiel muss ich nach dem Start jetzt erstmal wieder aufbauen. 3 AWPs, 6 zu 1. Oh, keine Skins. Sein Ernst, dass er jemanden trifft. Als wenn das was bringt. Als wenn das was bringt. Ich muss eine Popflip. Ha!
Hat er geschlafen? Oh. Hat er geschlafen? Oder? Wie jetzt? Hat er den eiskalt ignoriert? Er hat nur ein 20er Ping. Also, man weiß es nicht. Ja, aber das ist so einfach vielleicht nur ein guter AWP-Spieler. Ein sogenannter Schmurf. Oder er kann einfach nur gut AWP-Spieler, aber 11-1. Aber die Gegner sind auch einfach nur scheiße, seine Base. Ja. Sind da jetzt echt schon 2 AFK. Wow. Ernsthaft. Da kann ich ihm nicht mal was vorwerfen. Er guckt sogar in die Ecken. Ist ja widerliche Scheiße. Entweder ist er wirklich echt gut oder er hat Aimbot. Aber das kann ich nicht bewerten, weil er. Das kannst du auch mit der AWP gucken. Oh. Danke, meine Fresse. Fuck off, ey. Wer ist denn einfach fett auf? Ja, aber nur gut. Ah, mal richtig schön ganz tief auseinander. So mag ich das. Das ist. Vorwerfen. Wenn die Gegner wett sind und AFK gehen oder das wirklich so eine Lobby ist, was soll ich denn machen? Kann ich mir nicht vorwerfen, ne? Im Report oder so, hab ich mal nicht gesehen. Reingehackt. Ich kann ihm das nicht bewerten, was ich nicht sehe, so, das ist halt nun mal so. Oder? Nö, ach. Ein Griefing, das ist eine Art die Competitive. Das ist für seine Gegner eher. Kann man nichts machen. Ist halt so. GG.